So cool. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen endlich wieder mal wieder zu einem Reisevideo. Wir sind im Oman und machen eine Rundreise. Und zwar mit dem Mietwagen. Es ist Tag 1 jetzt. Ich habe euch jetzt schon ein bisschen, wir sind im Crown Plaza das erste Mal. Also die ersten zwei Tage, genau. Und fahren eben mit dem Mietwagen rum. Hier hinter mir seht ihr schon, ich weiß gar nicht, ob man das erkennen kann, das eine Schiff vom Sultan. Und wo könnte ich bitte ein Follow Me Around besser beginnen, wie auf einem traditionellen Zug, den wir uns hier in Maskat anschauen. Das ist die Hauptstadt. Wir werden noch einen Inlandsflug nach Salalah auch machen. Und ja, wir hoffen, ihr habt ganz viel Spaß bei dem Video und schauen wir mal. Hast du es gar nicht mitgekriegt, dass ich angequatscht wurde, gell? Nee. Von Mädels allerdings. Echt? Ja. Deutsche? Nee. Die waren total nett. Haben mich nur so angelacht und sind ganz nah zu mir her und wollten wissen, wie ich heiße und so. Ich glaube, jetzt kann man es hier ein bisschen besser erkennen. Das ist jetzt die Rückseite von dem Palast. Einen wunderschönen guten Morgen am nächsten Tag sozusagen. Ihr habt ja gestern gesehen, dass wir in Muscat City unterwegs waren, also so ein bisschen in der Altstadt, uns auch einen Teil des Sultanpalasts in der Nacht angeschaut haben. Das kann ich übrigens auch sehr empfehlen, dass ihr das in der Nacht macht, weil es einfach wunderschön ist und wir waren quasi alleine mit unserem Guide da. Das war ganz cool. Und hier seht ihr schon unseren Mietwagen. Richtig groß, weil wir ja auch in die Wüste fahren. Sozusagen, da haben wir jetzt auch ein Navi dazu bekommen und da werden wir jetzt in die größte Moschee fahren. In die, ich blende euch hier den Namen ein, ich habe den Namen schon wieder vergessen. Natürlich werde ich nicht so gehen, aber man muss halt komplett angezogen sein. Als Frau muss man auch komplett verhüllt sein. Die Männer dürfen mit T-Shirt gehen und auch langer Hose. Und da freue ich mich jetzt schon total drauf. Das war ein Highlight für mich persönlich. Allerdings kann man dann nur bis 11 Uhr als Besucher rein. Ansonsten geht es nicht mehr. Also das ist was, das ihr am Vormittag planen solltet. Und dann werden wir uns da noch ein bisschen umschauen. Es ist auch eine Mall in der Nähe. Da werden wir vielleicht auch mal durchlaufen. Und da kommt schon mein Schatz mit dem Navi. Und dann geht's los. Continue straight onto Route 1, then take the exit towards 3781 way. Würde ich jetzt sagen. So schaut's aus, Freunde. Wie cool! Da habe ich mich mit am meisten drauf gefreut. So, bis zu diesem Teil darf man reingehen. Richtig schön. Und das ist dann hier so abgesperrt. Und weiter, hier kommt man rein. Und da ist ein wunderschöner Außenbereich, den habt ihr ja gerade gesehen. Ohne Schuhe. Und natürlich komplett eingehüllt. Da kamen wir gerade her, laufen jetzt so lang. Wunderschön. Schaut euch mal an, wie riesig dieser Kronleuchter einfach ist. Ist richtig toll hier. Ist auch so eine schöne Atmosphäre einfach. Wisst ihr, was ich meine? Das ist echt super toll. Wow. Das ist jetzt scheinbar der Hauptraum. Vorhin, das war nur der Vorraum. Und hier kommt man rein. Alleine die Türen sind so wunderschön. So, meine Lieben, wir sind jetzt in der zweiten Mall schon. Die Mall of Oman, die ist ganz neu, hat erst im September eröffnet. Deswegen sind da nicht so viele Läden bisher offen zumindest. Aber jetzt sind wir in der Avenue Mall, die ist riesig. Die hat alleine 27 Restaurants.
ich glaube, 5 Stockwerke. Mal gucken. Ich zeige euch dann später noch, was ich schon eingekauft habe. Jetzt nicht so viel, ich bin jetzt nicht so der Shopper. Aber es ist auf jeden Fall riesig. Royal Opera House sozusagen. Cool, da haben wir jetzt 6 oder knapp 12 Euro Eintritt bezahlt, ein bisschen mehr, zu zweit. Habt ihr gerade die Royal Opera gesehen? Von innen habe ich euch vorhin auch schon gefilmt. Und jetzt machen wir mal ein bisschen Mittagspause und gehen an den Pool. Und heute Abend gehen wir dann vielleicht nochmal in die Altstadt, wo wir gestern im Prinzip schon waren. Turn right onto the ramp, then keep right. Mit dem Navi. Das klappt eigentlich ganz gut. Keep right. Google Maps. Und da fahren wir durch die Gegend. Keep left, then sharp right onto. Guten Morgen. Da wir jetzt gleich abreisen und es ja auch so ein bisschen ums Hotel geht, zeige ich euch jetzt mal das Buffet. Und das ist sehr reichhaltig. Mir taugt es total. Man kann sich hier eben auch Porridge bestellen oder Rührei, Omelette, alles Mögliche. Pancakes. Alle möglichen Sorten an Süßigkeiten. Hier seht ihr, gibt es auch deftige Sachen. Also es ist eigentlich nichts, was es nicht gibt, sozusagen. Die Getränke werden einem auch gebracht. Hier gibt es noch Marmelade, es gibt sogar Erdnussbutter, Käse, ganz viel Brot und auch ganz viele Säfte. Und das liebe ich ja immer, Obst, also das ist echt toll. Ja, und wir sitzen immer draußen. Bitte? Wir sind jetzt circa eine Stunde mit dem Wagen nach Barca gefahren an die Küste und waren jetzt gerade in dem Fischmarkt. Ist ja nicht so meine Welt, aber gehört irgendwo auch dazu. Und da hinten ist, glaube ich, noch so ein kleiner Wochenmarkt. Da schauen wir jetzt mal vorbei und dann geht es auch schon weiter. Hier langsam schon die Berge an. Nacal heißt das nächste, oder? Allerdings wird es gerade restauriert und ist somit beschlossen, aber man kann da so ein bisschen außenrum gehen. Am nächsten Stopp angekommen. Ich glaube, Bila Zayid heißt es. Ihr seht schon, ihr habt ja auch die Fahrt ein bisschen mitbekommen. Da braucht man schon starke Nerven und einen starken Magen und vor allen Dingen ein starkes Auto. Das ist schon nicht so einfach, aber auf jeden Fall ganz cool. Hier ist jetzt auch nicht mehr so heiß tatsächlich. Und ja, keine Menschenseele irgendwo. Das
ist total friedlich alles und sehr, sehr schön. Kann man auf jeden Fall empfehlen, aber viel Zeit mitbringen, viel Getränke, weil ihr ja im Nirgendwo seid, und was zum Essen. So, wir sind jetzt in Misfa angekommen. Das ist jetzt unser letzter Halt vor Hotel und hier ist so eine Oase, aber wir sind immer noch mitten im Nirgendwo. Wo ist denn das Wasser? In der Oase ist Wasser. So schaut es nämlich aus. So, 5:30 und wir sind jetzt nach einem sehr langen Fahrtweg im Hotel angekommen. Ich hoffe, ihr könnt mich hören. Es ist sehr, sehr windig und es ist was ganz was anderes. Auch die Temperaturen sind ganz anders, aber richtig cool. Wie ihr hier sehen könnt, ganz viele so kleine Hütten. Und ich bin jetzt mal gespannt, Hütte aussieht. Eine kleine Terrasse. Und das ist hier das Hotel. So heißt es übrigens. Thank you, sir. Thank you. Recht groß. Hier ist das Bad. So, jetzt sind wir im Hotel und es gibt Abendessen. Hier seht ihr Tee und Wasser, beziehungsweise ich weiß nicht, ob das ein Saft war oder so. Sorry. Und hier seht ihr das Buffet. Suppe. Oh, Potatoes, ist sehr gut. Das ist was für mich. Es sieht alles sehr lecker aus. Oh, thank you. Reis. Dahl. Oh, Macaroni Cheese. Ich glaube, ich werde einfach mal alles probieren. Sieht echt super aus. Das sind Knoblauchgemüse und Roasted Chicken. Da wird der Tim sich freuen. Und Rind. Und schön. Boah. Ziemlich hohe Flammen. Das hat nicht zu nah rangeht. So, guten Morgen am nächsten Tag. Es gibt Frühstück, auch wieder in Buffetform. Also das Abendessen gestern hat mir total gut geschmeckt. Und ja, muss jetzt mal gucken, ob sie alternative Milch haben. Oh, da gibt es schon mal Pancakes. Fruchtsaft. Dankeschön. Thank you. Eher traditionell. Dann Peace waren Erbsen, Schatz. Eier und Sausages. So, wir sind jetzt am ersten Viewing Point angekommen. Gestern Abend war es übrigens sehr abenteuerlich, aber man muss dazu sagen, also unsere Batterie vom Auto war kaputt, aber es wurde tatsächlich direkt behoben, kann man nichts sagen. Sogar gestern Abend noch, dass wir heute Morgen pünktlich starten konnten und jetzt sind wir hier an einem Viewing Point. Den hat der Tim noch rausgesucht und das ist schon Wahnsinn. Ich muss ja sagen, ich war schon am Grand Canyon. Ich finde es mindestens genauso cool und hier ist einfach mal niemand. Aber Tim sagt, man kann es nicht wirklich vergleichen. Ja, genau. Aber ich finde es auf jeden Fall richtig toll und dann geht es weiter nach Nizwa. Jetzt sind wir in Nizwa angekommen und gehen nochmal auf den Zug. Ist ja hier ganz traditionell, auch wie in Maskat eben. Und ja, hier sieht man tatsächlich auch mehr Gewürze, würde ich jetzt mal behaupten. Und viel mehr, ja, Tradition als jetzt in dem, auf dem Zug in Maskat. Schön. Wir sind tatsächlich im nächsten Hotel angekommen und es ist einfach nur so schön. Alleine das Badezimmer. Oh mein Gott, einmal hier Badewanne. Hier die Waschmöglichkeit. Einmal eine Toilette. Und die Dusche ist separat. Hier. Aber jetzt passt auf. Mein Gott, wow.
Das ist der Raum. Unfassbar schön. Ganz, ganz viel Kaffee, Wasser, Obst. Aber die Aussicht ist auch schön, gell, Pat? Wahnsinn. Eine Ruhe. Richtig toll. Schade, dass wir hier nur eine Nacht sind. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe euch gestern das Hotel gezeigt. Das ist hier ja schon... Also ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass jemals zweimal der Roomservice bei mir geklopft hat und gefragt, ob ich irgendwas brauche. Das ist natürlich schon schön. Hier sind wir leider nur eine Nacht. Aber macht nichts. Ich zeige euch jetzt das Frühstück und noch ein bisschen die Anlage, dass ihr eine Vorstellung habt, wie das hier so aussieht. Und dann geht's weiter. Schatz, wo fahren wir jetzt hin dann? Stimmt. Heute sind wir im Wüstencamp. Das ist ja für mich auch ein Highlight gewesen, muss ich sagen. Direkt von Anfang an. Ich wollte schon immer mal in einem Wüstencamp übernachten. Und wobei ich sagen muss, gestern und heute waren schon auch Highlights. Keine Frage. Und jetzt zeige ich euch das Frühstück. So, hier könnt ihr die Getränke sehen und es gibt einfach frische Kokosnuss. Ich raste ja komplett aus. Wahnsinn, richtig lecker. Frisch gepresste Säfte. Dann seht ihr hier das Buffet, das ist ja Wahnsinn. Coconut Chutney, das muss ich unbedingt probieren. Ich weiß nur nicht, was das alles ist, aber das probiere ich, weil das sieht auch lecker aus. Ich bin ja eher so die Süße am Morgen. Ganz viel auch für ein Porridge, zum Beispiel Honig. Dann sehr, sehr viele Früchte. So viel Auswahl hatten wir tatsächlich noch nirgends. Dann gibt es hier Riegel, Joghurtstation, Chia, Pudding sehe ich hier, Bananen, ganz viele Datteln. Also ich habe ja schon viele Datteln auch probiert jetzt und die schmecken hier so gut, unglaublich. Dann das hatten wir gestern Abend auch, das habe ich vergessen zu filmen. Wir haben es uns gestern Abend gut gehen lassen bei einem arabischen Dinner. Und da haben wir tatsächlich auch Hummus und diesen Joghurt, das war unfassbar lecker. Genau, also hier fehlt es einem an nichts, würde ich sagen. Hier seht ihr Warmspeisen. Das hatten wir gestern in dem Camp auch schon. Das war lecker. Das sind so Nudeln, süße Nudeln. Baked Beans, Mushrooms, Brokkoli. Das ist, Kichererbsen. Das sieht aus wie herzhafte Pancakes, Scrambled Eggs, Sausage, Bacon, das ist jetzt alles nichts für mich, Chicken und hier ist auch Porridge. Lecker. Wahnsinn. Ja, hier geht's zum Brot. Unfassbar viel. Unglaublich. Und hier geht's dann noch weiter mit French Toast, Pancakes, Waffles, Muffins, Donuts. Ja, unglaublich. Croissant. Käse. Und hier wird alles frisch gemacht. Ja, ich glaube, hier bleiben keine Wünsche offen. Wahnsinn. Noch einen Tag länger bleiben können, Schatz. Ja, aber den ganzen Tag am Pool liegen, wenn es so kalt ist. Stimmt auch wieder. Mal gucken, es ist jetzt schon recht windig, ne?